Hi und willkommen zu einem weiteren YouTube-Video des Relation Channels. Heute wollen wir euch den Fahrplanrechner vorstellen. Fahrplanrechner ist ein Plus-Feature, also zu nutzen mit dem Plus-Account, verbirgt sich hier im Planungsbüro. Gut versteckt, ganz rechts hinten ist der Fahrplanrechner. Der macht nichts anderes, als euch die gewinnbringendste Kombination aus Lok und Warenart darzustellen. Wir wählen hier also links eine Lok aus, fangen wir mal was Kleinem an, haben wir noch einen Raben hier rumfahren. Und sagen jetzt, okay, wir wollen Getreide transportieren, wo bringt uns das denn am meisten Geld? Und schon rechnet er uns die Städte aus, das ist ja das Symbol für Start und für Ziel. Von der Getreidefarm Scheseln Ost nach Scheseln selber gibt es am meisten Geld, nämlich 7.256 Dollar. Und auch drunter alles andere noch, was ein bisschen weniger bringt. Hier auf der Minikarte sehen wir es dann nochmal eingezeichnet, wo die Strecke ungefähr ist. Hier wäre die andere, hier wäre die. Und wenn man hinten auf das kleine Symbol klickt, kann man den Fahrplan auch gleich aus diesem Interface draus setzen und der Zug fährt nun diese Strecke ab. Man kann aber natürlich auch erstmal weiter gucken und sagen, ich hätte jetzt aber noch so einen anderen Zug zur Verfügung, zum Beispiel den das Nashorn hier. Wo könnte der denn damit viel Kohle machen? Da sehen wir, hier ist mit Getreide von der Scheseln Ost nach Scheseln schon wesentlich mehr Geld zu machen. Und natürlich kann ich mir auch das durch alle Züge durchschalten und dann natürlich merken, dass der Lux mir da das meiste bringt. Ich kann aber auch hier die Warenarten durchschalten und mein besonderer Liebling ist hier einfach alle Warenarten. Wenn es mal ein bisschen mehr sein darf, ein bisschen schneller das Geld reinkommen muss, soll er mir einfach anzeigen, mit welcher Kombination, mit welcher Warenart ich hier einfach am meisten Kohle scheffeln kann. 17.000 Dollar die Stunde angeklickt, eingestellt. Dankeschön.